Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ein vermutlicher Loba-Teaser ist aufgetreten. Ihr erinnert euch an dieses kleine Mädchen. Ihr erinnert euch an das Geschenk, was sie in dem Trailer von ihrem Vater bekommen hat. Dieser kleine Wolf. Loba, portugiesisch auf Deutsch Wolf. Und diese Skulptur, also wissen wir alle, das kleine Mädchen hier ist Loba. So, und jetzt möchte ich euch an diesen kleinen Fetzen erinnern, diese umrandete Geschichte hier. Das letzte Datum ganz unten, der 11.2., hat etwas oder bereitet uns auf einen Ingame-Teaser vor. Und der 11.2. war vor 2 Tagen. Und vor 2 Tagen ist Folgendes aufgetaucht. Ein Wolf auf dem Harvester. Ich werde gleich mehr dazu erzählen. Schaut euch das einfach erstmal an. Das könnte sein, dass die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist. Ich verlinke euch das. Schaut euch das vielleicht mal auf Twitter, auf dem Handy an. Da ist die Qualität so Bombe, dass man eigentlich gar nicht spekulieren kann, ob es ein Wolf ist oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Wolf ist. Ich zeige euch jetzt erst einmal diesen kleinen Fetzen. Und danach erzähle ich noch ein bisschen darüber. Also, ist für mich ganz klar ein Wolf. Ich möchte gleich was dazu sagen, denn es gibt einen, ich weiß jetzt nicht, wie der YouTuber heißt, ich habe es jetzt zufällig auch entdeckt, es hat sich ein Squad das zum Ziel gemacht, die sind zu dem Spot geflogen bzw. gelandet und haben, das hat nämlich ursprünglich, war die Vermutung, dass das vielleicht Wraith ist, die da gerade irgendwie langheizt. Die haben mit verschiedenen Legenden versucht, das nachzustellen und alles sah nicht mal ansatzweise so aus, als wäre das ein Wolf. Man hat in diesem, gerade in dieser langsamen, also in dieser Slow Motion hat man gesehen, dass da richtig ein Wolfsschwanz zu sehen ist. Und das nächste ist auch, dass schon mehrere bestätigt haben, dass sie in der Nähe vom Harvester ein Heulen, ein Wolfsheulen gehört haben. Und jetzt würde ich euch natürlich auch mal in den Kommentaren bitten, gibt es Leute unter euch, die vielleicht den Wolf selber oder das Heulen schon mal gesichtet oder gehört haben? Schreibt es in die Kommentare oder noch besser, in jeder Videobeschreibung findet ihr ihren Link von meinem Instagram-Account. Schickt einfach mal Videomaterial, filmt es ab oder irgendwas und zeigt mir einfach mal, ob ihr es schon mal gefunden, gehört oder sonst irgendwas habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt zu meiner Theorie, beziehungsweise was ich dazu zu sagen habe. A, passt einmal Loba, das kleine Mädchen, diese Wolfsskulptur, was ich euch hier schon eingeblendet habe, das passt einfach 1A. Dieser Teaser, diese Uhrzeit, also beziehungsweise das Datum, was ich euch hier einblende, 11.2., da ist erstmalig dieser Wolf aufgetreten. Passt also auch. Was jetzt ein bisschen komisch ist, es gibt noch kein weiteres Videomaterial als Beweis für diesen Wolf. Denn, erinnert euch zum Beispiel an Season 2, Ende von Season 2 in dem Labor von Wraith, da konnte man kurz vor Ende von Season 2 in diese geheime Tür einbrechen, da ist Krypto kurz aufgetaucht. Das konnte man, glaube ich, eine Woche oder so machen. Jetzt ist die Frage, kann man in jeder Runde eventuell das durch irgendeine spezielle Sache, die man an dem Harvester machen muss, aktivieren, dass der Wolf überhaupt erst auftaucht? Wenn ja, ist man mit einer Legende wie Octane oder Pathfinder schnell genug, um den Wolf vielleicht mal zu jagen, um zu schauen, wo rennt der hin? Wo ist das Ziel von dem Wolf und kann man vielleicht genau da, wo der Wolf dann irgendwann stehen bleibt oder auch nicht, vielleicht noch mehr Hinweise auf Loba haben. Auf jeden Fall gehen Gerüchte schon rum, dass Loba noch in der 4. Season kommt. Ich könnte mir das tatsächlich ganz gut vorstellen. Wie gesagt, das Datum hier. Warum? Weil das ist nämlich meine ursprüngliche, ich blende es gerne nochmal ein, meine ursprüngliche Vermutung hinter dem 11.2. als Teaser war für das Valentins-Event. Nun gab es keinen Teaser, kein Ingame-Stuff, kein Trailer, nix. Also, und dadurch, dass am 11.2. das mit dem Wolf erstmalig aufgetaucht ist, was soll es also sonst sein? Wie gesagt, ich habe auch schon mal ein Video von diesem Geheule gesehen und gehört. So viel Fantasie habe ich nicht, dass ich das rausgehört habe. Die Problematik dahinter ist, dass auch bei dem Harvester oder in der Nähe von dem Harvester dieses nervige Feuerwerk von diesem Mirage-Schiff ist. Dadurch ist die Geräuschkulisse rund um den Harvester einfach zu groß, als dass man das hören könnte. Deswegen würde ich euch einfach mal bitten, schreibt in die Kommentare, falls ihr da schon mal was mitbekommen habt.
Die Vermutung liegt auch nahe, dass in Split 2 quasi, wenn die Hälfte der Season 4 zu Ende ist, wenn dann auch der Kings Canyon endlich zurückkehrt, da gehen viele davon aus, dass es eine neue Legende gibt. Ich hoffe es, vielleicht ist es tatsächlich Loba. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Schreibt die Kommentarsektion voll, was ihr davon haltet. Und ich erinnere noch einmal, wenn ihr irgendwas gefunden habt, lasst es mich gerne wissen, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Das soll es von mir jetzt schon wieder gewesen sein. Es ist zwar eine kurze Information, dafür ein relativ langes Video. Lasst wie immer dem Video einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Morgen zum Freitag gibt es endlich wieder mal einen XXL-Stream. Versuche ich zumindest. Ab morgen späten Nachmittag gibt es ein Duo-Stream mit Schweini und mir bis Open End. Ich hoffe, ihr schaltet da ein. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen Start ins Wochenende. Das war's von mir. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Sorry dafür, dass ich das halbe Video hier am Husten bin. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.